Hallo, willkommen bei Bayset und willkommen zu einer dreiteiligen Reihe über meine private Sammlung. Ich werde euch in drei Videos nur PSA 10er zeigen und die Aufteilung erfolgt nach der Sprache. Hier im ersten Video einfach die deutschen Karten, die PSA 10 sind, im zweiten Video die englischen und im dritten die japanischen. Fangen wir an. Also, wir haben hier im Deutschen PSA 10 First Edition Basis, und zwar nur die Holos. Also ich würde sagen, wir fangen hier auch direkt mit dem linken Stapel an. Ich habe die einfach der Nummer nach geordnet und zeige die euch eigentlich einfach am besten. Versuche ich mal ein bisschen hier rein. Also wir fangen hier an mit Simsala. Simsala. Das ist mit der Nummerierung 1, also wie gesagt, PSA 10er nur und nur First Edition, keine anderen. Ist für mich hier die beste Anlage im deutschen Bereich. Generell alle Holos von dieser Reihe. So, davon habe ich zwei Stück. Gehen wir nochmal zur Nummer 2, da ist schon die spannenderen Karten. Da ist das Turtok. Turtok, davon gibt es vielleicht unter 20 momentan auf der Welt. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück. Ja, bin sehr, sehr froh, diese hier noch zu halten und nicht mehr verkauft zu haben. Ich habe mal eins verkauft, aber das ist das einzige gewesen und jetzt habe ich ja noch 5 Stück. Ich denke, die werden noch viel, viel mehr im Preis steigen. Und daher für die Zukunft sehe ich das alles sehr, sehr positiv. So, weiter ging es eigentlich mit Chanera. Chanera ist aber das einzige Holo, was mir aus dieser Reihe hier fehlt. Deswegen springen wir direkt hier zu der Super Nummer 1 Karte, und zwar den Glurak. Ja, Glurak ist hier natürlich die Koryphäe schlechthin. Unfassbar schöne Karte. Und auch wenn man international das betrachtet, ist Glurak immer das bedeutsamste und nachgefragteste. Also ich würde jetzt auch, wenn ich zum Beispiel jetzt eine französische Karte oder eine portugiesische mir anschaue, würde mich natürlich der Glurak bzw. Charizard am meisten interessieren. Und so ist das auch andersrum. Jemand aus USA, für die ist dann die deutsche Karte, die Nummer 1 Karte ist dann der Glurak. Also vor allem PSA 10 ist mittlerweile fast nicht mehr zu bekommen. Die wenigen Leute, die ich noch kenne, die einen halten, die wollen einfach nicht verkaufen. Und ja, mal schauen, wo die Reise hinführen wird. Davon habe ich auch einen bisher verkauft. Und mir bleiben hier noch 4 Stück im PSA 10. Hier sieht man auch noch die verschiedenen Labels. Da habe ich hier vorne, das sind die ganz alten, die fangen hier noch mit der 1.9 an. Die haben hier kein Hologramm. Der hat hier noch die silberne und der hier das neue. Also 4 Stück vom Glurak. Als nächstes kommt die Nummer 5. Das ist das Pipi. Also sehr schöne Karte. Pipi habe ich zweimal. Weiter geht's mit dem nächsten Stapel hier. Da haben wir hier als erstes den Garados. Den habe ich einmal bisher. Genauso wie Nokshan. Auch finde ich sehr, sehr schwer zu graden. Als nächstes das Mashomai. Ganz viele Anläufe dazu benötigt, um die hier als PSA 10 zu bekommen. Problematik ist halt, dass die von der Fabrik aus hier so immer so eine Printing Line haben, also so eine Linie innerhalb des Holos und dadurch immer PSA 9 bekommen, und hatte das Glück, hier eine komplett saubere Karte zu finden, die auch PSA 10 wurde. Als nächstes ist Magneton. Ist auch sehr, sehr schwer zu finden im PSA 10. Ich bin bis jetzt nur eins über den Weg gelaufen und das ist das hier, das habe ich dann aufgekauft. Sehr, sehr schöne Karte. Nächstes kommen wir zu der Nummer 10. Das ist jetzt hier eine ST, die wollte ich einfach nochmal wieder reinbringen. ST, das ist so die einzige Karte, die ich hier mit den Fehler hier habe. Ihr seht hier, das ist wie eine, ja, wie so ein Error von der Fabrik aus, und ST bei 9 Mint, ST heißt einfach, die wird einfach PSA 10 bekommen haben, aber durch diesen
Fehler hier. Hat er halt nur eine 9 bekommen. Um sie wieder zu zeigen. So, davon habe ich aber auch natürlich eins in PSA 10. Von Mewtwo. Mewtwo ist so die viert meist begehrteste Karte, würde ich sagen. Neben den drei Starter natürlich. Sehr, sehr schön. Davon sind 2 Stück da. Weiter geht's mit Nidoking. Das ist die Nummer 11. Nidoking auch zweimal im PSA 10. Weiter mit Voluna. Auch ebenfalls zweimal PSA 10. Mit dem alten Case und dem ganz neuen. Also generell würde ich auch sagen, es macht eigentlich fast keinen Unterschied vom Preis her, ob die jetzt die neuen oder die alten. Ist ein bisschen Geschmackssache, aber kann man sich streiten. Dann geht es weiter mit Quappo. Der 13. Ebenfalls zweimal. Ja, die ist ein bisschen einfacher zu grillen, würde ich sagen, als die vorherigen. Aber muss man auch erstmal hinbekommen, dann zu kriegen. Right? Ich zoome mal ein bisschen weiter hier rein, sonst fokussiert das nicht richtig. Einmal nur. Finde ich auch eins der Weltvorbereiten. Sehr, sehr, sehr schön. Auch super sauber. PSA 10. So, kommen wir zum letzten Starter hier. Ihr seht, es fehlen eigentlich nur 2 Karten. Die 15 und die 16 und von der 15. Von dieser Floor, da habe ich ganz schön viele. Ziehen wir einfach mal hier einmal durch. Also, dieser Floor, PSA 10 und First Edition. Einmal da, zweimal, dreimal, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf und 13 Mal. Also 13 Mal insgesamt den Visaflor in PSA 10. Ich habe die Karten noch zu einer Zeit aufgekauft, wo die fast keiner wollte. Daher habe ich so viele. Ein paar auch selber gegradet. Und ja, jetzt ist es mittlerweile so, dass sie eigentlich fast nicht mehr zu bekommen sind. Ich glaube, es gibt auch momentan keins mehr bei eBay. Und ja, es wird immer, immer schwieriger, hier noch ein zusätzliches zu finden. So, zu guter Letzt hier noch das Zapdos, das 16. Holo. Das habe ich hier zweimal. Auch eine schöne Karte. Mögen auch sehr, sehr viele Sammler. So, das war jetzt hier Teil 1 vom Video. Hier sind meine ganzen Visa-Floors schon umgefallen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut euch gerne das nächste Video an über meine englischen Karten und das über die japanischen natürlich auch. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Und wie immer, Fragen gerne einfach in die Kommentare schreiben und ich beantworte die. Bis zum nächsten Mal.